immer ganz tolle Stimmung. Ich bin ja nicht zum ersten Mal hier. Dieses Mal ist die Resonanz besonders groß. Viele Zuschauer und auch Mitwirkende, wenn man so will. Und das an einem Fußballabend, das muss man erstmal mal anders hinkriegen. Und deswegen können wir stolz sein auf die Sportbegeisterung hier in Dessau. It's my first time here and I definitely think I want to come back. It's pretty nice, the crowd is nice. I mean, and I really love track here, so the atmosphere is really good for a competition. Well, as you can see behind me with the high flames, I think it's really energized. You can see that seems like all the people of Dessau came out tonight to watch us, and that's special. You know, it's not Stadio Olimpico, it's not 70,000 people like the Queen Stadium in London, but it's cool, and I like it. This is what track and field is about. The people that want to come watch us and see us, they come out and they're nice and close by. I really enjoy it. I like the atmosphere and I'm so thankful that I was invited. I hope I can come back next year. Allgemein hat super Spaß gemacht hier zu laufen. Super organisiert, professionell, hat Spaß gemacht. Es ist ja wirklich Deutschland Leichtathletik von der besten Seite. Also zum Wettkampf sage ich, es war wirklich ein wunderschöner Wettkampf gewesen. Es hat sehr viel Spaß gemacht, hier zu springen. Das Publikum hat uns super gut unterstützt, ne? Und ja, von der Leistung her war es ganz okay. Jetzt nicht das, was ich mir vorgenommen hatte, aber erster Platz, das tröstet mich schon. War super. Also am allermeisten habe ich natürlich das Wetter gemocht. Also für mich geht es nicht zu heiß, das war schon mal super. Und natürlich der Weitsprung ist hier direkt neben der Tribüne. Super Stimmung von den Leuten. Ne? Und nee, es hat richtig Spaß gemacht. Hat richtig Spaß gemacht. Ging ein bisschen schleppend los, aber dann hat sich das Momentum entwickelt. Andreas hat richtig schön einen vorgelegt und wir beide hatten eine Menge Spaß beim Wettkampf. Wir haben uns angeguckt, haben gesagt, es ist gar nicht so easy heute, waren beide ein bisschen müde von der Reise. Aber irgendwie hatte ich riesig Bock weit zu werfen heute und die Bedingungen waren gut und ich bin super glücklich, dass es dann so weit ging am Ende. Ich weiß, was von der Arbeit dahinter steht. Ich habe ihn häufig auch als Pressekonferenzgast besucht. Da spürt man erstmal, wie viel noch dahinter steht. Als Meetingorganisator ist mir klar, wie viel Arbeit hinter den Kulissen in Ehrenamt passiert, damit sowas auf die Beine gestellt wird. Und es ist super, wie es etabliert ist in der Region. Und jetzt tragen wir es gemeinsam noch weiter in die Welt. Und ich komme immer wieder gerne nach Dessau. Ich hoffe, dass hier die Atmosphäre, die Kulisse ist hervorragend. Ich meine, wenn die Haupttribüne schon sich auf den Sperrhof konzentriert und ein Klatsch ist was ganz Besonderes, bekommt man jetzt auch nicht so oft mit. Von daher bin ich sehr froh, dass ich hier gewesen bin und hier eine 87 gezogen habe und vielen Dank auch ans Publikum. Sehr gut. Also wir haben hier schon großartige Leistungen gesehen. Wenn man im 20. Meeting, heißt ja 20 Jahre sind voran, und dann trotzdem gleich mal drei neue Meeting-Rekorde aufstellt, dann spricht das ja für die Qualität. Und eine 10.05 live zu erleben hier auf der Bahn, das ist schon wirklich ein Riesen-Highlight. Also es gibt nicht so viele Läufe in der Saison oder so viele Rennen bisher, die die 10.05 oder knapp unter 10 waren. Die kann man in der Hand wahrscheinlich abzählen. Und ist also eine Wahnsinnsleistung, 10.05. Weiter die anderen Rekorde, 3000 Lindern ist 400 Meter der Männer neue Rekorde, war eine super Leistung. Und auch wenn es kein neuer Start ist, wo Mitgliedrekord war, der krönende Abschluss am Ende in den Abendhimmel hinein.
90,75 Meter von Thomas Röhler, der auch hochzufrieden war mit dem letzten Wurf. Das zeichnet eben einen Weltklasse-Sportler aus, auch Andreas Hofmann mit 87 und Marcel Wetzler. Das waren Weltklasse-Leistungen. Und ein Thomas Röhler, der kann eben bis zum Schluss warten und sagt, ja, liebe Konkurrenz, jetzt wartet mal ab, jetzt komme ich im 6. und letzten und haut eben dann nochmal so ein Ding raus. Absolute Weltklasse, absolut. Und das zum 20. Minute genauso war die Dramaturgie geplant. Das sind aber Menschen und keine Maschinen. Man kann Dramaturgie malen, zeichnen, erkunden, wie man will. Die Menschen, die Sportler, bringen die Leistung. Die haben das großartig rübergebracht.